Mein Name ist Silvan Klautrath. Ich bin quer durch Deutschland gereist, um mich mit den spannendsten Führungspersönlichkeiten Deutschlands auf einen Kaffee zu treffen. Heute bei Culture Coffee Christoph Jelanek, der CEO der Freenet-Gruppe. Ja, Christoph, also letztens habe ich so drüber nachgedacht, mich stört manchmal so ein bestimmter Gesprächshabitus. Also in meinem Bild so der typische deutsche Manager, der spricht ganz häufig von seinen Mitarbeitern. Und ich kann es gar nicht so gut sagen, aber irgendwie schwingt da so ein Besitzverhältnis mit, was mich stört. Geht das nur mir so oder ist das ein normaler Ausdruck dazu? Also wir haben immer wieder darüber diskutiert, so mit bei der internen Kommunikation mit den Leuten, wie formuliert man richtig? Also sagt man unser Unternehmen oder mein Unternehmen? Mhm. Ihr Führungskräfte oder wir Führungskräfte oder wir Mitarbeiter. Und das Ergebnis ist es alles irgendwie doof. Wenn ich von wir Mitarbeiter spreche, sagt die Hälfte der Audience, jetzt stellt er sich mit uns auf eine Stufe, ist er aber nicht. Ist nicht authentisch. Ja. Ist nicht authentisch, er hat eine andere Rolle. Mhm. Wenn ich von meinem Unternehmen spreche, finden das die im Kapitalmarkt toll, weil die sagen, skim in the game, er empfindet das als Unternehmer. Okay. Wenn ich das aber mit meinen Kollegen sagen würde, sagen die, Moment mal, er ist da nicht der Eigentümer und der Besitzer. Also deshalb heißt es, ich glaube, ich verstehe das Empfinden, ich finde es beliebig schwierig, eine Formel zu finden. Am Ende muss man es, glaube ich, situativ entscheiden, welche Präposition man nimmt. Hm. Aber ich glaube, dass es sich auch vielleicht unterscheidet, was mitschwingt, je nachdem, wer an welcher Position ist. Also das kann ja auch nochmal... Naja, und wie man ist. Das stimmt auch. Also, hast du recht. Wenn jemand generell sehr gestelzt oder sehr distanziert wirkt, dann werden solche... Entweder sagt man, erwartbar, dass er so spricht, oder genau das Gegenteil, dass wenn jemand sehr jovial ist und jemand ist, den man anfassen kann, dann plötzlich eine distanzierte Sprache wird. Ich glaube, das ist die Kunst, die Abwägung zu finden. Hm. Ich könnte nicht sagen, was ich da verwende. Aber es ist spannend zu hören, dass du da so viel schon drüber nachgedacht hast. Also weil du Feedback kriegst. Du sagst das erste Mal irgendwo bei einer Veranstaltung, wir als Unternehmen. Da kommt hinterher einer her und sagt, du, wir sind ja eigentlich kein Unternehmen, sondern wir sind noch eine Gruppe und hast mal drüber nachgedacht, und Führungskräfte oder ganz anders. So. Und dann, du kriegst Feedback. Also das ist nicht philosophisch, das ist schlicht aus der Praxis geboren. Wahrscheinlich einfach durch die vielen Jahre auch, die du schon... Wie lange bist du jetzt hier eigentlich? Ja, also in der heutigen Rolle 11 Jahre. Ist ja auch echt eine ganze Weile, ne? Ja. Also, da hast du ja viel erlebt und hat sich dein Führungsstil verändert über die Zeit hinweg, würdest du sagen? Ich glaube nicht, dass der Führungsstil sich verändert hat. Ich glaube, mit der Veränderung, mit der Aufgabe und der Dauer verändert sich das Verhalten. Also als ich gekommen bin, war das für viele sehr überraschend. Mhm. Ich bin ja aus dem Unternehmen gekommen und habe über Nacht, ohne dass es, meine ganzen Peers wussten das nicht, am nächsten Tag kommt der, also ich bin quasi ausgeschieden, eine Woche später war ich wieder da und dann aber Chef. So, da hat man ja eine gewisse Demut. Erstens war das erste Mal für mich börsennotierte Gesellschaft, Vorstand. Zweitens hatte ich meine ganzen Peers, die ich nicht vor den Kopf stoßen wollte, aber trotzdem klar war, jetzt muss ich Entscheidungen treffen, die auch sie betrifft. Also ich würde sagen, die erste Phase war, demütig, vorsichtig, mit Respekt vor der Aufgabe. Und vor. Wie lange war das ungefähr? Ich würde mal sagen, es waren so 2 Jahre. Dann wird das erste Mal der Vertrag verlängert. Dann hast du das Gefühl, du kommst über die Brücke. Und dann habe ich eigentlich so gefühlt nach 3 Jahren gemerkt, dass manches, was ich verändern wollte, sich so in die Kultur reinfrisst. So, und im Rückblick würde ich sagen, so nach 5 Jahren hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich das Unternehmen so aufgestellt, auch was die Kultur empfindend ist, wie das Zusammenarbeit ist, wie die, da hat man einige Leute ausgetauscht. Also ich würde sagen, nach 5 Jahren habe ich es relativ stark geprägt gehabt. Dann kommt die nächste Führungsphase, weil du ja eigentlich, du musst dann ja sagen, ich muss eigentlich das Gute konservieren, aber ich muss eigentlich schon wieder beginnen, das zu verändern, damit es nicht zu träge wird. Und an dem anpassen wird man wahrscheinlich die Führungsaktivität oder den Führungsstil und auch die Mitarbeiter werden ja älter. Also die Großteil derer, mit denen ich arbeite, arbeite ich seit 8, 9 Jahren. Da hast du dir irgendwann einmal alle Geschichten erzählt, die man sich unter Kollegen so erzählt.
Ja, und eines, das ist auch, ich habe das letzte Woche auch in einem Interview von einem DAX-Vorstand gelesen, das ist schon sehr wahr. Ne? Als CEO hast du keinen Freund im Unternehmen. Mhm. Am Ende bist du allein. Mhm. Und das prägt abhängig von der Anspannung dein Führungsstil. Warum würdest du sagen, ist das so, wenn du sagst, da hast keinen Freund? Warum hat das resoniert mit dir? Weil man ja immer der Gefahr ausgesetzt wird, dass andere dann vermuten, dass aus dieser Freundschaft ein Privileg entsteht oder eine Koalition oder ähnliches. Jetzt verstehe ich, wie du es meinst. Okay. Ja. Also nicht, dass Leute dir was Böses wollen, sondern dass du nicht so eng sein kannst. Irgendwie. Kannst nicht so eng. Das verstehe ich jetzt. Okay. Und das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung. Ich hätte auch nie gewagt, quasi meinem damaligen Vorstandsvorsitzenden so quasi eine Freundschaft anzutragen. Das ist eine hierarchische Respektsbeziehung. Deshalb kann man trotzdem abends miteinander zum Fußball gehen. Mhm. Da kann man auch mal, natürlich geht man mal essen oder macht Sport oder wir machen alle möglichen Events heute, aber dann bleibt immer eine natürliche Distanz. Mhm. Ich gehe auch bei einer Firmenveranstaltung nicht als Letzter. Mhm. Und ich würde mich dort nie besaufen, um es mal so direkt zu sagen. War ganz clever, die Idee. Weil die Mitarbeiter in einem großen Unternehmen, also jeden Unternehmen, sagst du, wenn der Typ verantwortlich ist für mein Einkommen, meine Zukunft, damit indirekt für meine Familie, dann möchte ich, dass der sich weiß, wie er sich benimmt, wie er spricht, nie über die Stränge schlägt. Mhm. Und da gibt es ja auch im Bereich AGG genügend Gelegenheiten, wo man daneben hauen kann. Ja, da muss man schon diszipliniert bleiben. Ja klar, du wirst natürlich irgendwie ein bisschen zum Politiker im weitesten Sinne und dann bist du eine öffentliche Figur. Und dann du bist ein Vorbild. Ja, bist du. Du bist ein Vorbild. Ein Role Model. Und da musst du dich danach verhalten. Wenn du darauf keine Lust hast, darfst du es nicht machen. Das bringt mich ein bisschen zu einer Frage, die ich mir im Vorfeld einmal überlegt hatte. Und zwar, wenn wir mal über die Meinungen von Mitarbeitern sprechen. Also wir auch gerade ein bisschen thematisch. Kununu ist ja eine Bewertungsplattform, wo man sieht, wie Mitarbeiter denken. Mhm. Ihr habt so 66% Net Promoter Score, also Zustimmung der Leute, die euch weiterempfehlen würden. Ist jetzt nicht besonders schlecht, aber ist auch nicht so richtig geil irgendwie. Und wenn ich mal so ein bisschen durchgeklickt habe, habe ich mal so drauf geschaut, was man immer mal wieder fand, waren, dass die Leute die Entscheidung nicht verstanden haben, dass irgendwelche Teams zugemacht wurden. Diese Dinge, die passieren ja nicht ständig. Ist das anstrengend für dich, dass du nicht allen immer erklären kannst oder es ihnen recht machen kannst? Also du kannst ja als Chef nur mit gutem Beispiel vorangehen und musst dich selber fragen, ob du ausreichend kommunizierst, ausreichend erklärst. Und da musst du auch immer Leute an deiner Seite haben, die dir ungehemmt die Wahrheit sagen. Mhm. Und damit lebe ich etwas vor. Und dann kann ich nur hoffen und darauf dringen und nachfragen, ob die Mitarbeiter, die unmittelbar mit mir zu tun haben, das in ihrem Fall auch tun. Mhm. Natürlich regt mich so ein Kommentar auf. Mhm. Übrigens, wir haben es mal durchzählen lassen, die Mehrheit, die da schreiben, sind keine Mitarbeiter, sondern ehemalige. Und da muss man immer, also jemand, der weggeht, hat immer eine andere Sicht wie intern. Das läuft bei den Plattformen immer ich so. Wir nehmen es trotzdem ernst. Ich nehme es an der Stelle ernst. Aber wenn jemand sagt, mein Teamleiter kommuniziert nicht oder ich habe nicht verstanden, warum ich keine Gehaltserhöhung bekommen habe. Das ist das, was ich bei Frau Christoph jeden Tag kriege. Mhm. Und dann habe ich hier eine Plattform, wo ich es nochmal erklären kann. Ich verstehe das Problem, das ist nicht das, wie wir es hier wollen. Eigentlich möchten wir da ein offenes Gespräch. Und wenn ihr nicht zusammenkommt in dem Gespräch, dann möchten wir euch die Chance geben, auch jemanden aus der Personalabteilung dazu zu ziehen. Mhm. Also wir versuchen genau diese Dinge zu tun, aber am Ende ist die größte, wie soll ich sagen, die schädlichste Schicht in allen Unternehmen ist irgendwo, ich möchte es nicht verorten ganz genau, aber eine niedrigere Führungsebene. Mhm. Dort sitzen sehr viele Menschen, die möglicherweise mit ihrer Karriere abgeschlossen haben, die sich auch ungerecht gefühlt haben, die sagen, da kommt alle Hundsminuten irgendein neuer Kurs und jetzt soll ich auch noch irgendwie agil und jetzt soll ich dieses und jenes. Mhm. Die Blockade aufzulösen, das ist meine Aufgabe, aber da muss ich einfach davor passen. Das werde ich nie bei allen Führungskräften schaffen. Ja, Veränderung ist ja wahrscheinlich das, was du ständig produzieren musst irgendwie. Und ich versuche das gerade zu reflektieren und zu verstehen, wie lebt man damit, dass das so ein Marathon ist? Das hört ja nie auf. Also du musst ja ständig immer wieder das Gleiche eigentlich erzählen. Ich glaube, 4000 Leute hattest du vorhin gesagt, seid ihr ungefähr. Ja. Und dass das ankommt überall und auch durch diese semi-permeablen Schichten, diese Leute dazwischendrin, die gar keine Lust haben, irgendwie auch
in die gleiche Richtung zu gehen. Wie kommt man da durch, frage ich mich. Ne? Also wie kriegt man das transportiert? Ach, ich will aber kein Mitleid. Also jemand, der jeden Tag mit dem DHL-Wagen durch die Städte fährt und Pakete aufdrückt, der muss die gleiche Frage stellen. Der hat auch jeden Tag Leute vor sich und muss sich jeden Tag mit parkenden Autos herumschlagen. Da geht es mir doch super. Mhm. Ich kann mir das alles selber gestalten, das ist meine persönliche Verantwortung. Ich könnte mir ja auch irgendeinen einstellen, der mit den Leuten redet, statt mir. Mhm. Also da finde ich mich so privilegiert, da habe ich kein Selbstmitleid. Mhm. Ich mache das gern. Mhm. Ich mache das gern. Ich finde es natürlich manchmal anstrengend, aber ich meine, was das größte Dankeschön ist, wenn du dann so wie zu erwähnen, den Fall nochmal, sitzt vor den Leuten, sagst, da verändern wir was und das trifft euch wirklich persönlich. Und dann schließen wir einen 8-stündigen Workshop daran an, wie wir jede einzelne Abteilung da umsiedeln. Und die sind alle dabei. Und dann machen wir ein Wrap-up und die sagen, das war ein super Tag. Dann weiß ich, dass ich einen guten Job gemacht habe. Ja, weil ich kann die Realität für sie nicht verändern, aber ich kann die Wahrnehmung der Realität verändern und beeinflussen. Finde ich gut. Das macht Sinn in meinem Kopf. Wenn ich ein bisschen schwenke gedanklich und einfach mal auf das schaue, wie ich mich fühlte, als ich meine Karriere begonnen habe, habe ich im großen Konzern gearbeitet, bei Cisco Systems habe ich damals gearbeitet. Und da war ich ja sehr weit weg von den Entscheidungen. Und ganz häufig ist es so gewesen, dass ich nicht verstanden habe, warum passiert das jetzt, ist irgendwie doof. Natürlich so über die Karriere hinweg und wenn man dann selber mal CEO war, dann stellt man fest, du bist ja eigentlich ständig zwischen Transparenz und Vertraulichkeit bist du am Abwägen. Mhm. Ich meine, ihr seid jetzt auch börsennotiert, da hat das nochmal einen ganz anderen Effekt. Ihr müsst mit einer viel größeren Öffentlichkeit umgehen. Wie schafft man die richtige Grenze zwischen Transparenz und Vertraulichkeit zu finden? Wann sagt man wem was? Ich glaube, wenn es entschieden ist und wenn es klar ist, sagt man es und vorher sagt man es nicht. Mhm. So einfach ist die Welt. Also wir kämpfen wenig mit dem Thema, mit dem Kapitalmarkt, weil das, was für den Kapitalmarkt sensibel ist, die Mitarbeiter wissen, dass wir nicht vor Quartalsbericht über Ergebniszahlen reden. Mhm. Mein Gott. Mhm. Das ist nicht so schlimm, aber trotzdem die operativen Zahlen des Einzelnen, die persönlichen Ziele, das Monitoring der KPIs auf Tagesebene leidet darunter nicht. Mhm. Wo ich eben das schon sehe, ist, wir treffen eine Entscheidung über einen Kauf oder einen Verkauf oder eine Veränderung in unserer Kapitalstruktur oder wir überlegen, einen Firmenteil zu verlegen. Alle diese Entscheidungen, da wird ja immer hinterher der Vorwurf gemacht, das hätte man uns doch früher sagen können. Genau. Ja, was ich einführend gesagt habe, ganz simpel. Wenn die Entscheidung klar ist, dann muss man sie kommunizieren, weil dann schweigt sie sich rum. Solange sie eine Spekulation ist, ist es müßig, darüber zu reden, weil sie mehr Unsicherheit schafft. Das habe ich auch schon x-mal auch in Betriebsversammlungen gesagt, kommen dann die, warum wussten wir nicht vor einem halben Jahr? Ich wusste es. Warum hast du darüber nicht gesprochen? Weil es ja nicht klar war. Was habt ihr davon, wenn ich euch etwas erzähle, was möglicherweise nicht Wahrheit wird und nicht eintritt? Da muss man, glaube ich, ganz offensiv den Leuten das sagen und dann ein Beispiel sagen. Was hast du davon, wenn ich sage, wir überlegen gerade, den Mietvertrag nicht zu verlängern? Dann Riesenunsicherheit, Riesenärger, Haufen Spekulation und dann sage ich in 4 Wochen, wir haben ihn verlängert. Was haben wir gewonnen? Nix. Und wenn man das den Leuten sehr praktisch erklärt, verstehen sie es. Und dann gibt es immer noch ein Drittel, die sagen würden, ich hätte alles ganz anders gemacht, ja. Damit kann ich leben. Ich glaube, generell ist es so, dass wenn man versteht, was passiert, kann man viel besser seinen Frieden damit machen. Also. Ja, aber das ist für mich eigentlich Transparenz. Ja, wenn du hinterm Berg heißt, wenn die Leute keine Regeln haben, wenn die wissen, wann wirst du bei uns Abteilungsleiter oder was heißt das, welche Folgen hat, wenn das eindeutig klar ist, gibt es wenig Diskussion. Wenn das verschwommen ist, wenn die Regeln nicht gleich, dann gibt es Ärger. Das geht mir doch genauso.